Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Meine Lieben, herzlich willkommen daheim. Schön, seid ihr dabei. Zirkus, Zirkus heisst es heute Abend. Meine Damen und Herren. Ja, und da kann ich eigentlich nur eins sagen. Meine Damen und Herren, hereinspaziert, manegefrei für Menschen, Tiere, Sensationen. Und das mit den folgenden Gästen. Der Mann, der kämpft mit seinem Können und seinem Charme, seiner klaren Haltung trotz einer schweren Behinderung als Mensch und Schauspieler gegen Vorurteile. 12 Jahre lang hat er in der Serie Marienhof mitgespielt. Sein Name ist Zirkus pur und das seit Generationen. Chapiteau ist sein Leben und Tross seine Leidenschaft. Freddy Knie Junior. Und wenn das kein Zirkus ist, mit 70 radelt er, dann habe ich Krott im Haus mit dem Stahlesel durch die ganze Welt, jeden Tag im Jahr 70'000 Kilometer. Ja, und wenn ich jetzt ein bisschen in einem fulminanten Hemdli flamboyant vor euch stehe, dann hat das etwas mit meinem ersten Gast zu tun. Denn kein anderer junger Modedesigner in der Schweiz hat in kurzer Zeit den ganzen Modezirkus dermaßen aufgemischt wie er. Der Grossmeister Giorgio Armani persönlich hat ihm angeliefert und hat gesagt: Komm zu mir, zeig deine Mode bei mir in Mailand. Und das war das erste Mal, dass ein junger Schweizer Designer an so einem prominenten Ort in der Manege in Mailand seine Sachen können zeigen. Seitdem chattet er in der ganzen Weltgeschichte umeinander und hat sich vorgenommen, der grauen Herrenmode endlich einmal der Garus zu machen und zu zeigen, was man als Mann auch noch tragen kann. Herzlich willkommen hier bei mir in der Sendung, der Julian Zickerli. Julian! Schön, dass du da bist. Willkommen. Schicke Schuhe. Dein Terminkalender ist etwa so explosiv wie die Farben auf deiner eigenen Mode. Weißt du überhaupt noch morgen Abend, wo du wach bist? Jetzt kürzlich in London Fashion Week. Kürzlich ist es recht viel Ort gewesen, ja. Also ich bin wo habe ich angefangen in Mailand, dann bin ich auf Berlin, dann bin ich auf Paris, dann bin ich auf Südafrika, dann, also das war Ferien. Dann bin ich wieder zurückgekommen, bin wieder auf London, wieder Paris und heute auf Zürich. Und jetzt bin ich aber wieder mal ein bisschen in Zürich, Gott sei Dank. Also es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Aber angefangen hat es eigentlich mit dem Telefon von Giorgio Armani. Also du hast schon manche Kollektion vorher gemacht, aber so richtig Post abgegangen ist es mit dem Telefon. Hat es geheißen, pronto sono Giorgio. Es war nicht der Giorgio selber, der mir angeleitet hat. Es war eine italienische Presse. Also die italienische Vogue hat mir angeleitet und hat mich zuerst mal gefragt, ob ich Interesse an so etwas. Mir erklärt, um was es überhaupt geht. Und ja, bin ich so, ja, sicher. Und dann jetzt eine Woche später hat sie mir noch mal angeleitet und gesagt, sie hat mich ausgesucht. Hat man das Gefühl, es sei ein Scherztelefon, wenn man das zum ersten Mal hört? Nicht gerade von Anfang an, aber nachher ist es wirklich eine Woche lang gegangen und ich habe dann wieso nichts mehr gehört und habe dann gedacht, es ist wieder mal so irgendetwas und man macht sich dann wieder Hoffnungen und aus dem wird dann wieder nichts und dann habe ich das schon so ein bisschen abgeschminkt und ja, bis dann das Telefon gleich nochmal gekommen ist. Und wie ist das funktioniert? Das ist grossartig gewesen. Also Mailand selber war mega, mega wirklich leise und riesig. Also es war eine grosse Show gewesen und hat viel Spass gemacht, hat aber auch sehr viel Arbeit gebraucht und es war auch irgendwie sehr emotional, weil das doch irgendwie, man hat sich dann so auf das so vorbereitet und hat unglaublich viel geschafft. Und dann, wo es dann vorbei war, ist jetzt wirklich zuerst mal, das Haus zusammengeklappt. Und dann ist aber, also aus Freude, weil logisch, alles gut gegangen ist. Tränen sind gekommen. Sind Tränen geflossen, ja. Das gehört auch dazu. Und hat man das Gefühl so, und jetzt ist man ein gemachter Mann? Nein. Das gehört zu meinem Beruf. Das ist Teil davon, dass man sich präsentiert und dass die Kollektion zeigt. Und ja,
Also es ist schon, wo, im Nachhinein macht man sich dann schon Gedanken. Und ich bin jetzt 29 und habe doch noch mal so etwas wirklich Grosses erreicht, bevor ich 30 geworden bin. Im April wirst du 30, im also April, ist ja gerade im letzten Tag noch passiert vorher. Ja, etwa so. Ist es für dich immer klar gewesen, dass dich Mode interessiert? Es ist mir immer klar gewesen. Es ist nicht immer klar gewesen, dass ich das dann auch wirklich machen will. Es ist immer so etwas gewesen, ich konnte es nicht so richtig fassen im jungen Alter. Ich habe gerne ein bisschen freche Sachen oder so ein bisschen speziellere Sachen angehabt. Und ja, und dann habe ich das, aber die Materie an sich, wie der Prozess und so stattfindet, habe ich nicht wirklich gecheckt oder ich habe es nicht wirklich begriffen. Und das wie ist der erste, wie war der erste Einstieg? Du hast so ein Praktikum gemacht. Und dort ist dir klar geworden, jawohl, ich will einen Schritt weiter gehen. Ich habe hier in Zürich ein Praktikum gemacht, neben meiner Gestaltungsschule, die ich gemacht habe. Und das ist wie so das erste Mal, wenn ich wirklich den Einblick in das Thema, wie mache ich Mode, was ist Mode, wie funktioniert es und was ist der Ablauf. Und das ist mir eigentlich von Anfang an sehr gut gelegen. Also ich bin an die Nähmaschine gekocht. Ich bin nicht so ein Kind, das früher immer all seine Kleider selber genäht hat. Das hat mich nicht interessiert in dem Sinn. Und es hat einfach funktioniert. Und dann ist das wirklich klar gewesen. Du hast dich entschieden, nach Berlin zu gehen, genau. Zu studieren. Ohne Abitur an die Universität der Künste. Ist das eine grosse Hürde gewesen? Weiss ich nicht. Ich bin angekommen. Ich habe die Prüfung gemacht, bin hergekommen. Ich habe ohne Abi. Darum es ist immer schwierig zu sagen, ob es schwierig war, weil man einfach angenommen worden ist an die Universität der Künste. Aber es ist was hätte dir Berlin jetzt gebracht, ganz konkret, über die Tatsache aus, dass du dein Handwerk gelernt hast? Ich bin mit 20 auf Berlin gegangen und das ist, glaube ich, ein gutes Alter, um mal weg von zu Hause, weg von der Schweiz zu gehen und sich entfalten. Und Berlin ist eine sehr gute Stadt, wenn man studiert, weil es ist eine günstige Stadt, es läuft unglaublich viel. Für mich ist es tipptopp dort gelaufen. Jetzt muss man anfangen, Kollektionen machen. Deine Abschlussarbeit sozusagen ist die erste Kollektion geworden. Und dann kann man sich eigentlich als Außenstehender kaum vorstellen, wie geht denn eigentlich ein Designer dahinter? Was ist der Anfang? Was überlegt man sich, bevor das nachher am Schluss eine Gruppe von Kleidern dasteht und etwas transportiert, eine Idee überbringt? Das kommt eigentlich auf jeden Designer wahrscheinlich drauf an. Jeder fängt anders an oder hat einen anderen Zugang zu der Kollektion. Auch bei mir wechselt das eigentlich jede Saison. Also ich arbeite sehr konzeptuell. Ich habe wirklich dann so ein Thema oder eine Idee und dann fange ich die auch umsetzen. Zum Beispiel die neue Kollektion war The One and Only, die ich in Mailand präsentiert habe. Und der Titel hat auch erst im Entstehungsprozess ist der erst entstanden. Und es fängt manchmal mit einem Foto an, manchmal mit einem Titel, manchmal mit einem Gedanken. Es sind ganz verschiedene Arten. Und dann, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich das dann so aufschaukle. Also dann hole ich da die Stifte, dann kommen da die Farben, dann kommen da die Schnitte und dann am Schluss bin ich da oben. Und das ist eine einsame Arbeit, die man an seinem Tisch macht? Oder wie läuft das konkret ab? Also ich gehe jeden Tag in mein Atelier und arbeite dort. Ich habe mittlerweile auch Praktikanten, die mit mir dort arbeiten. Der Entstehungsprozess findet hauptsächlich in meinem Kopf statt. Also es ist nicht so, dass ich an dem Tisch hocke und irgendwie Zeichnungen mache oder Text schreibe oder was auch immer. Ich arbeite mit viel Bildermaterial. Also ich bin im Internet oder unterwegs, wenn ich ein Foto mache oder was auch immer. Dann sammle ich das und mache dann ein Moodboard, also wirklich so eine Wand. Ja, und dann gibt es so Zusammenschlüsse und Connections. Und jetzt hast du, glaube ich, 7 Kollektionen, wenn ich richtig gezählt habe, bis jetzt gemacht. Ein grosser Erfolg. Und jetzt kommt der Grossreibach. Jetzt kommen Stütze rein. Nein, noch nicht ganz. je grösser die Kollektion. Also, das ist jetzt wirklich meine 7. Kollektion und mittlerweile auch die grösste Kollektion, die ich gemacht habe. Und je grösser halt so eine Kollektion wird, desto mehr Stoffe braucht man, desto mehr Ausgaben hat man. Je grösser eine Show wird, desto mehr Ausgaben hat man. Also, sprich, du hast völlig voll Schulden. Sozusagen. Wer hilft, die Schulden zu zahlen? Momentan ist es meine Familie, die mich unterstützt. Also, seit Anfang an. Also Vater und Mama
Die schicken immer wieder etwas über. Tragen Sie denn auch deine Mode? Sie tragen meine Mode. Jetzt haben wir viel von Kleidern geredet. Also, ich habe das Hemd an von dir. Da hat es einen Kleiderständer. Und jetzt gehen wir doch noch ein bisschen darüber und schauen das im Einzelnen an. Du machst Männermode. Es wäre ja einfacher, die Sprayereien den Frauen anzuhängen als den Männern. Die sind doch immer ein bisschen zurückhaltend bei diesen Sachen. Das ist so, aber es ist, glaube ich, wirklich, ich versuche sowieso ein Zwischending zu finden. Also meine Sachen sind relativ sportlich, auch vom Material, nicht alles, aber es spielt eine wichtige Rolle. Und durch die Farbigkeit und durch die Funktionalität im Schnitt auch und so, dann, es bewegt sich so in so einer Zwischenebene zwischen jetzt nicht Haute Couture, aber so Ready-to-Wear, Sportswear. Wer trägt es letztendlich? Ich versuche da nicht so... Ich versuche nicht, so einen speziellen Typ nur anzusprechen. Also, ich finde es auch schön, dass es gibt viele Frauen, die es tragen. Das finde ich auch super. Ja. Also, es sieht auch an denen sehr gut aus, weil es ist ja sehr eine legere Geschichte, was ich da mache. Und da hatten wir mal ein Hemd. Also, genau, das ist eigentlich das ist eine Sprayer-Aktion, die du gemacht hast mit einer Künstlerin. Genau, das ist die Sommerkollektion, die jetzt nächste Woche in die Läden kommt. Und das war eine Zusammenarbeit mit Katharina Grosse, das ist eine Künstlerin aus Berlin. Und die arbeitet sehr gross und viel mit Airbrush. Also eigentlich nur mit Airbrush. Und sie ist eine sehr, bekannte Künstlerin, wenn man jetzt im Kunstbereich tätig ist. Oder auch sonst. Also sie ist recht bekannt. Eine berühmte Persönlichkeit. Eine sehr berühmte Persönlichkeit. Und du hast ihr angerufen und hast gesagt, du mir ein paar Hemden besprechen. Das hat anders funktioniert. Also ich habe ihr eine E-Mail geschrieben. Das ist jetzt zum Beispiel etwas gewesen, dort habe ich mit der Kollektion eigentlich durch eine Arbeit von ihr angefangen. Ich habe sie gar nicht gekannt. Ich habe wirklich aus dem Internet ein Raum, den sie besprecht hat. Und der ist dann an meiner Wand gegangen. Das war das erste Bild. So soll meine Mode aussehen. Ja, nicht so soll sie aussehen, sondern mehr so... Die Idee, die dahinter steckt, oder das, was auslöst, das wollte ich in der Kollektion. Dann muss man das umsetzen. Jetzt, wenn ich mich da ein bisschen im Publikum umschaue, sehe ich doch viele Herren mit relativ langweiligen Hemden. Ich möchte euch bitten, legt das mal an. Es ist ein Medium. Wir kommen noch mit anderen Damen und Herren und schauen, wie das weitergeht. Da hätten wir sonst noch etwas Nettes. Kommt, wir verteilen ein bisschen. Also, sucht ihr auch noch so ein paar Opfer aus. Ich denke, ihr müsst euch modisch noch ein bisschen aufmotzen. Ihr habt so eine elegante Dame bei euch. Dann kann man es anlegen. Dann hätten wir da noch einen Mantel. Jetzt gehen wir da noch ein bisschen weiter. Was haben wir noch interessant? Oh, ein schicker Pullover. Wir möchten doch, dass unser Publikum etwas modischer daherkommt. Ist es eng? Oh nein. Sie schauen ein bisschen langweilig in die Landschaft. Ja. Ich bitte euch, das anzulegen. Er ist im Zang. Er ist im Zang. Oh je. Aber der Filmchip ist ein Zang. Glaube auch Zang. Dann gehen wir da etwas weiter. Ich glaube, ihr könnt gut da drin schlafen. Wunderbar. Ja. Was haben wir noch Interessantes zu verteilen? Eine gelbe Jacke. Eine gelbe Jacke. Wow, da hatten wir schon das erste Modell. Das passt sehr gut bei euch. Also, grosse Umkleideaktion, du verteilst noch nicht. Wir machen es so. Oh, der Herr ist auch sehr elegant angelegt. Ja, mal, muss ich sagen. Batman! Ja. Wir machen am Schluss von der Sendung eine Modeshow. Die kommen dann noch alle einmal auf die Bühne, oder? Und dann sehen wir das an. Wow! Ja, ja. Die Schweizer Männerwelt wird farbig, meine Damen und Herren. Julian, bist du immer noch am Verteilen. Du kannst noch ein bisschen schauen, dass deine Mode unter die Leute kommt. Und meine Damen und Herren, wir wollen euch am Schluss dann sehen. Wir machen noch ein Defilé. Und dann für die Damen. Entsprechende kleine Modeshow. Also, grossen Applaus dir zuerst einmal. Weiterhin viel Erfolg und verteil noch ein bisschen. Wir sehen uns am Schluss noch einmal. Ja, danke vielmals. Zirkus, Zirkus, kann man auch noch sagen. Ja, und mein nächster Gast, wenn man es jetzt so ein bisschen extrem ausdrücken möchte, könnte man sagen, es ist eine Art wilder Hund.
Am Morgen um 5 Uhr steht er in der Regel auf, schwingt sich auf den Sattel von seinem Drahtesel und radelt los. Bis am Abend war er 10 Stunden mit seinem Velo unterwegs, hat die Landschaft abpaddelt und das macht pro Tag etwa 200 Kilometer. Multipliziert mit seinen Tagen, die er unterwegs ist, gibt das pro Jahr um die 75'000 Kilometer. Und das mit 70 Lenzen. Also, da staunt sogar der Radprofi Cancellara. Und wir stellen uns natürlich die Frage, was steckt da dahinter? Wie sieht der Mann aus? Schauen wir ihn an. Herzlich willkommen, Rudi Zwiefel! Sportlich wie noch etwas. Hier ist er. Herzlich willkommen. Herr Zwiefel, Rudi. Hallo, nimm Platz. Schön, ja. Die unumgängliche Frage, die man natürlich so einem Velofahrer stellt: Wie viele Kilometer waren es heute? 220. 220. Also sozusagen von daheim auf Genf. Ja, zum Beispiel. Ja. Das ist ein normales tägliches Pensum. Ja. Bei jedem Wetter? Ja. 365 Tage. Wie viele Tage bist du letztes Jahr nicht Velo gefahren? Also vorletztes Jahr bin ich 365 und letztes Jahr habe ich 3 Tage gerubelt. 3 Tage gerubelt? Ja. Und sonst 365 Tage, jeden Tag ja. Auf dem Sattel. Wir ehrlich gesagt, Rudi, tut nach 20 Kilometern das Vödeln weh. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das hat inzwischen natürlich Lederhaut. Das macht gar nichts mehr. Du musst nur etwas mehr gehen, dann tut es auch nicht mehr weh. Ist wahr? Ja. Liegt es einfach nur an dem? Ich nehme dich mit, ja. Also die... Ja, nein, lieber nicht. Das ist mir zu heftig. Wenn man nicht so zuschaut. Pro Jahr gibt es 75'000 Kilometer. Du hast sogar... 91'250 Kilometer. Das ist im Tag 250 Kilometer. Das heisst zweimal um die Welt? Gut, ja. Zweimal um die Welt ist 80'000. Also ich habe jetzt in 2 Jahren bin ich viermal um die Welt um mit 166'000. Bist du ein Spinner? Ja. Es kommt darauf an, was man sagt, Spinner. Oder? Mhm. Es gibt gute Spinner und schlechte Spinner. Ich habe das nicht wertend gemeint. Ja, ja. Vielleicht ist das, was ich mache, gesponnen, aber ich selber spinne vielleicht nicht. Gibt es noch ein Privatleben neben dem Velosatto? Ja, ja. Weil, also ich gehe sicher 4 bis 5 Mal am Abend in den Ausgang. Mhm. Und das wird 12 Uhr. Und wegen dem bin ich genau gleich am Morgen um 5 Uhr wieder auf dem Velo. Eben, ich brauche wenig Schlaf und das geht. Und ich bin einer, der das probiert und ich habe gesehen, dass es geht. Was ist die Motivation, die Kilometer abzuraspeln? Denkst du, jetzt habe ich wieder einen Kilometer oder philosophierst du auf dem Velo? Ja, es ist also die Gegend anschauen. Es wird ein Haufen studiert und man geniesst alles. Und eben am Morgen um 5 Uhr ist die Welt noch in Ordnung. Also dann ist es ruhig, dann bin ich der Einzige. Ein Reh und ein Hase. Also Leute hat es nicht vom Knie. Oder so. Aber nein, und das ist eben, ich könnte ja erst zum Beispiel um 9 Uhr gehen, aber die morgendliche Ausfahrt ist die schönste, die erste. Was hätte ich denn aufs Velo treiben? Das hat früh angefangen. Ich war im Turnverein und dann bin ich im Boxclub. Und der Trainer hat gesagt, du musst gute Beine haben. Und das ist mit 18. Ja, gut, aber dann mache ich ein bisschen Übungen, aber nicht nein, auch da 220. Nein, das nicht. Nicht. Aha, okay. Also vom Boxen bis aufs Velofahren. Alle Sportarten, die ich gemacht habe, hat das Velofahren eine Rolle gespielt. Ich habe nachher eine Tauchgruppe gegründet. Dann hat man, dass man konditionell zwei Velo gefahren. Dann habe ich 16 Jahre Kampfsport gemacht. Dann habe ich für das auch gute Beine gebraucht. Bergsteigen, alles einfach falsch im Springen. Als Mittel für alles. Ja. Mhm. Mhm. Du warst mal geheiratet. Betonen auf «gsi». Ja. Hat das deine Frau toll gefunden? Sie ist viel mitgekommen. Wenn ich mit dem Velo gegangen bin, hat sie mich in Tessin mit dem Auto begleitet. Und dann haben wir eine Nacht für uns gehabt. Darf ich fragen? Also, du bist mit dem Velo ins Tessin, sie mit dem Auto. Ja.
Ihr habt euch im Tessin getroffen, ja, und ein bisschen spaziert. Schönen Abend gehabt. Und du bist wieder aufs Velo? Ja, am anderen Tag. Und sie ist mit dem Auto. Mhm. Und sie konnte die Gegend so anschauen, auf Vierrad und ich auf Zweirad. Ja. Ja. Aber irgendwann hat sie dann gefunden, sie hätte doch zu wenig. Ja, ich weiß nicht. Nein, nein, das ist, das aber hat einen Haufen Gründe gehabt, aber es ist nicht einmal geschieden, tipptopp trennt. Ah, noch besser, ja, ja, tipptopp trennt. Ja, ja, genau, ja. Das ist ganz gut. Vor 13 Jahren ist dir ein Unfall passiert, der ziemlich grosse Konsequenzen hatte. Ja. Mit dem Velo. Ja, genau? Das Velo ist dabei. Also ja, das ist auf einer Felsplatte und am Ende von der hat es ein Loch gehabt. Und weil wir ja dort gemeint haben, mit diesem Mountainbike vollgefedert, da können wir alles machen in das Loch hinein. Aber weil das Gefühl war mit Wasser, hat man nicht gesehen, dass es 70 cm tief ist. Und dann bin ich eingesteckt und Kopf auf die Felsplatten. Und von dort weg weiss ich nicht mehr. Also ich bin dann noch die Hilfe erwacht. Du bist gelähmt? Ja. Mhm. Vom Hals abwärts? Abwärts, ja. Ja, ja. Ja, und das ist ein komisches Gefühl, wenn man ein Bewegungsmensch ist und da mit 6 anderen im Zimmer liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Und ja, da gehen einem Haufen Sachen durch den Kopf. Und ja, eben, ich muss sagen, ich habe immer gedacht, eigentlich will ich wissen, wie man von dieser Welt kommt und nicht den Rest des Lebens am Nest liegen. Oder? Und das pressiert ja nicht. Und man hat geschaut, operieren hat vorläufig nichts genützt. Und irgendwann am Morgen sagt einer von diesen Töchtern, der bewegt ja den Zehen. Und dann haben sie mir gesagt, du im Kopf sagen, die Zehen bewegen. Oder? Plötzlich hast du wieder, ja, die Zehen können bewegen. Und noch andere. Und so ist das weitergegangen. Und innerhalb von einer Woche haben sie mich schon auf die Beine gestellt und das Bein führen und alles. Also in 3 Wochen bin ich wieder selber gelaufen. Und aber das ist wie ein Wunder. Ja, das kann man nicht erklären. Und für mich ist das natürlich lebenswert. Also jeder Tag ist für mich irrsinnig, wenn ich lebe. Wenn ich am Morgen allein aufstehen kann, ist das ein Wunder, oder? Und dann habe ich Freude und darum bin ich ja so positiv eingestellt und kann so Leistungen vollbringen. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Vor 2 Jahren ist noch einmal etwas passiert. Mhm. Becken gebrochen, Schambein gebrochen. Rippe, ja. Mhm. Und das hat man wieder gesagt, ein halbes Jahr muss jetzt der oben, aber eben, ich bin eben ein bisschen schneller und ich bin dann nach 5 Wochen wieder auf dem Velo gewesen. Also der Arzt hat gesagt, ein halbes Jahr, ja, Zweifel, wäre es gut, jetzt können wir mal Pause machen. Nein. Der Zweifel ist wieder auf sein Esel gekommen. Ja, genau. Aber da so bin ich dann schnell gesund geworden. Ja, gut, aber jetzt wie kommt man mit einem noch gebrochenen Becken und Schambein aufs Velo? Ja, das Schambein ist das Problem. Das Becken geht noch, man darf noch nicht zu fest drücken, aber das Schambein ist noch immer auf dem Sattel, oder? Ja. Die Sattel sind ja hart. Und, und das tut heute noch weh. Das ist aber immer wie hast du das gemacht? Wie bist du aufs Velo gekommen? Ja, zuerst habe ich mit einem Seil in der Garage und dann so neben dem Auto geübt, um draufhocken. Und als ich mal gemerkt habe, es geht, dann bin ich führen. Und weil es dann den Hang abgeht, habe ich auch drauf. Und dann habe ich das Problem gehabt. Ich bin dann nicht mehr so gut darauf gekommen. Also das heisst, du hast dir in der Garage eine Vorrichtung, ja, konstruiert, dass du dich mit einem Seil aufs Velo hieven kannst, damit du wieder Velo fahren kannst. Das Bein konnte ich nicht so weit lupfen. Mhm. Aber nachher ist es schon wieder gekommen. Ja, und dann habe ich es dann mal um den Zugersee probiert. Und das hat natürlich etwa 6 Stunden gedauert, was heute die 1,5 Stunden geht, also wenn man normal zu Weg ist. Und ja, aber das hat ja niemand gesehen, aber es ist gegangen. Das ist auch noch Notwil. Als ich heimgekommen bin, haben sie gesagt, ich wohne ja an einem guten Ort, Zug und Bar, das sei schön gerade und dann kann ich dort mal ein bisschen probieren. Und dann bin ich aber geschoben, also um den See herum. Oder? Ist das für dich auch wie eine Lebensnotwendigkeit, die Motivation und dir die Ziele zu setzen, um in diesem Sinne auch dich selber zu spüren? Ja, also es ist sicher etwas, weil wenn ich rumhocke, dann spüre ich die Schmerzen also von den Halswirbel, also das strahlt aus und wenn ich etwas mache, dann ist alles bestens, oder? Also das ist einmal etwas. Dann das andere ist ja, ich bin ein Mensch, der etwas will probieren. Und wenn ja nie jemand etwas will probieren, wären wir immer gleich. Du hättest deine Kleider immer die gleichen und ich meine Kleider. Und so gibt es Leute, die etwas machen und ich probiere etwas. Und wenn es klingt, dann klingt es. Viele Menschen sagen, in einem gewissen Alter sollte man Sachen nicht mehr machen. Was antwortest du denen? Ja, wenn das Alter von 100 Jahren ist, würde ich sagen, ja. Aber darunter nicht. Nein, das ist
Rudi, wenn man alles das schon geleistet hat, was für Ziel hast du dir jetzt gesetzt für das Jahr? Ich sage nie meine Endziele. Ich habe pro Jahr etwa 10 Ziele. Und das gibt jetzt eigentlich eine Überschallgrenze, die ich noch machen möchte. Eine Überschallgrenze? Mhm. Was Schallgrenze heisst das? Habe ich schon. Das ist 13 Monate und 13 Tage waren 100.000 Kilometer. Und jetzt will ich eben noch ein bisschen mehr. Und ich probiere das. Aber das ist das hinterste Ziel. Und ich sage nicht, wie viel das ist. Und nachher schauen wir. Und bis jetzt habe ich alles erreicht. Und es geht nur. Kein Unfall. Krank bin ich eh nie. Und dann. Da können wir nur eins sagen. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir viel Glück. Nimm dein Velo, fahr zurück. Kommst du mit? Auf den Zug? Nein, ja, nimm den Zug. Wir sehen uns dann. Danke vielmals. Danke vielmals. Tschüss. Meine Damen und Herren, Zirkus, Zirkus ist unser Motto von der heutigen Sendung. Und wenn man jeweils irgendjemandem, ob jung oder alt, von Zirkus in der Schweiz redet, dann ist automatisch gerade die erste Reaktion Zirkusknie. Ja, da kommen bei jedem Bilder auf, romantische von Elefanten- und Pferdedressurnummern. Und genau der Zirkusknie, eine Dynastie, die mit ihren Pferdenummern weltbekannt worden ist, ist unser nächster Gast. Und zwar Nummern, die zu wissen, wie man die Fluchttiere überhaupt so weit bringen kann, dass sie wie ein wunderbares Ballett wohl dosiert in der Arena umeinander laufen können. Das Wissen wird vom Senior zum Junior und vom Vater zur Tochter und jetzt in der Zwischenzeit auch schon zum Grosskind weitergeben. Zirkus Knie ist eine Legende und ich freue mich heute Abend, den Freddy Knie Junior bei mir als Gast zu haben. Freddy Knie Junior! Freddy, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Heute, Freddy, ist für dich ein besonderer Tag. Es ist ein Buch rausgekommen, «Mein Leben, meine Pferde». Und ich habe in diesem Buch natürlich geschmökert und gelesen. Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, über 60 Saison bist du unterwegs. Pro Tag etwa 16 Stunden gearbeitet, 7 Tage in der Woche, Samstag, Sonntag, zweimal. Hat man da nie die Sehnsucht zu sagen, jetzt möchte ich einfach mal in die Ferien eine Auszeit nehmen? Ich war das letzte Mal in der Ferien 1968. Und es hat mir nicht gefallen. Hat dir nicht gefallen? Nein. Hast du dich gelangweilt? Nein, ich habe dann immer wieder heim telefoniert und gehört, ob es meinem Pferd gut geht. Und mir war nicht wohl. Und dann habe ich entschieden, es gehe ich nicht mehr in die Ferien. Also für unsereins ist so eine Arbeitsbelastung natürlich ein direkter Weg ins Burnout. Was ist für dich das Rezept, dass das wie nicht aufkommt? Also ich habe den grossen Vorteil und das Glück, dass ich einen Beruf mache, den ich liebe, den ich Freude daran habe. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man einen Beruf hat, den man macht, weil man muss machen oder man muss Geld verdienen. Und dann kann man das auch durchhalten. Du bist ja mit dem Ross und dem Zirkus aufgewachsen. Hat es dir je überhaupt die Frage gegeben, Freddy, willst du in den Zirkus oder möchtest du etwas anderes? Mit 18 fragen wir alle unsere Kinder. Fragen. Mein Vater hat mich gefragt, ich habe meine Tochter gefragt. Und das wird nachher bei meinen Grosskindern auch so sein. Willst du beim Zirkus bleiben? Bis jetzt haben fast alle Ja gesagt. Aber die Antwort der Eltern ist dann aber 100% oder sonst die Finger weglassen. Das heisst, es ist auch eine Verpflichtung? Es ist eine Verpflichtung. Man stellt sich etwas. Man hat ein Publikum, das man nicht enttäuschen darf. Man muss respektieren. Es ist eine grosse Aufgabe, aber es ist eine schöne Aufgabe. Und wenn man das macht, ist es auch eine Erfüllung. Ihr habt ja in der Familie so wie eine Zweiteilung. Der eine Teil der Familie, die Cousin, ist der Elefanten-Franco und ihr seid die Pferdefamilie. Wie wäre es jetzt, wenn du dich für die Elefanten interessiert hättest? Vielleicht, wenn der Rolf Knie mein Vater wäre, also der Rolf Senior, hätte ich mich vielleicht für die Elefanten interessiert. Das ist natürlich, wenn man Kind hat, wie jetzt auch die kleinste Tochter von der Geraldine, die ist 3-jährig, die wird das Jahr das erste Mal mit mir eine Nummer machen. Gross und klein, das ist so eine Einstiegsnummer von der kleinsten immer.
dann tut man sie vielleicht auch schon ein bisschen auf einen Weg bringen, oder? Und Franco Junior hat seinen Sohn, der jetzt 6 ist, der ist immer bei den Elefanten gewesen. Also man tut sie schon ein bisschen so fokussieren, aber es gibt auch solche, die dann plötzlich vielleicht an den Pferden auch keine Freude haben, oder? Mein Bruder ist gelohnt gewesen. Mhm. Also. Ja. Was fasziniert dir der Ross? Also es ist auf jeden Fall ein Tier, das sehr viele Leute nicht verstehen, das nicht umgehen können und sagen, es ist ein dummes Tier. Das ist es absolut nicht. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Und was hat ein Fluchttier für eine Waffe? Das einfach in der Herde davor zu rennen, wenn etwas passiert. Und es ist viel schwieriger, ein Vertrauen zu einem Pferd aufzubauen als zu einem Hund. Der Hund, der zeigt sofort, der freut sich, dort beim Schwanzwedeln, beim Pferd ist es viel schwieriger, das zu merken. Wenn man mit einem neuen Pferd etwas anfängt, will das Pferd am Anfang von uns gar nicht. Wir wollen etwas von ihm. Also ist es unsere Aufgabe, dem Pferd so einen Kontakt aufzubauen, dass er plötzlich von uns auch etwas will. Und dann läuft alles. Und klingt das mit jedem Ross? Das klingt mit jedem, ja. Wie? Aber man muss sehr viel Geduld haben. Das oberste Gesetz eines Tierlehrers ist Selbstbeherrschung. Man kann die Laune oder die Nervosität oder die Traurigkeit oder die Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit ist gut, aber die Traurigkeit kann man einem Pferd auch nicht zeigen, weil er wird es nicht verstehen, warum hat er jetzt heute schlechte Laune. Mhm. Also Selbstbeherrschung und sonst lieber die Finger weglassen. Absolute Disziplin. Du bist so aufgegangen. Ich habe deinen Vater noch gut kennt. Er war sehr ein strenger Mensch. Wie manchmal hat es beim kleinen Freddy Junior Tränen gegeben, weil Sachen nicht gelungen sind und der Vater von ihm etwas gefordert hat? Es hat sicher Tränen gegeben, aber ich habe es ihm nie gezeigt. Effektiv? Nein. Nein, du hast erst gerannt, weil du draussen warst. Ja. Nein, also, das ist klar, es war eine andere Zeit. Wir sind anders erzogen worden. Ich habe Geraldine anders erzogen. Und die Jungen, also Ivan und Chanel, werden auch anders erzogen. Es ist mal das, auch in der Schule ist es anders. Mhm. Ihr habt eng zusammen gearbeitet. Was hast du jetzt hauptsächlich von deinem Papa gelernt? Disziplin, Selbstbeherrschung. Und hundertprozentigen Respekt vor dem Publikum. Mhm. Und das ist etwas, wo glaube ich, in der Familie so wie ein Motto, wie eine Devise bei allen an der vordersten Front steht. Ich glaube einfach, wenn das nicht wäre, wären wir nicht jetzt in der 8. Generation in einem Familienunternehmen und es geht immer weiter. 8. Generation. Ihr lebt mindestens 7 Monate, wenn ihr auf Tournee seid. Zusammen, auf engstem Raum. Du arbeitest mit deiner Frau, du arbeitest mit deiner Tochter, mit dem Grosskind. Die Familie ist immer wieder beieinander, muss ein Unternehmen mit 220 Leuten führen. Ist das nicht manchmal schwierig? Es ist eine sehr schöne Herausforderung. Und ich glaube, es ist einfach nicht so schwierig, wie man meint. Man muss einfach auch auf die Leute eingehen, wie ich auch muss mit auf die Leute, auf die Tiere eingehen. Genauso muss ich auch auf die Leute eingehen. Wir in unserem Betrieb reden nicht über Politik und nicht über Religion. Also sind schon sehr, sehr viele Streitpunkte eliminiert. Und wir sind 16 Nationen, die auf engstem Raum zusammen wohnen. Ich mit meiner Familie 12 Monate im Jahr. Wir können sehr gut Arbeit und Privat trennen. Und das muss man aber, oder? Nein, sonst geht es nicht. Mhm. Sonst geht's nicht. Wir essen immer alle. Ich habe immer über 10 Personen am Tisch. Das ist so ein bisschen südländisch, oder? Und ja, man muss das können trennen und sich eben gegenseitig auch austauschen. Und dann funktioniert und dann macht es auch riesigen Spass. Und das habe ich alles ein bisschen in meinem Buch auch können, plausibel machen. Ja, ich habe, der erste Teil ist ein bisschen mein Leben, was ich so im Zirkus erlebt habe. Und der zweite Teil ist, das war mir ein sehr grosses Anliegen, gewesen, auch vor allem den jungen Leuten die Augen zu öffnen, dass man respektvoll ein gegenseitiges Vertrauen mit Tieren, nicht nur mit Pferden, mit allen Tieren kann aufbauen, dass es einfach beiden Spass macht. Es muss nicht nur mir Spass machen, es muss auch am Tier Spass machen. Deine Frau, sie kommt ja überhaupt nicht aus einer Artistenfamilie. Wie habt ihr euch überhaupt gelernt kennen? Das könnt ihr im Buch lesen. Am Kassenhäusli, oder? Ja, ja. So.
Du hast mir nur 13 Minuten gegeben, dann muss ich pressieren, das ist eine zu lange Geschichte. Oder? Nein, aber es war lustig auf jeden Fall. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, sie ist nicht aus einer Zirkusfamilie gekommen. Sie war Zirkusfanatikerin als Kind schon. Doppelt schwierig, nachher dort reinzukommen. Sie war Kosmetikerin und Model. Und wir haben dann geheiratet und mein Ziel war nicht, dass sie auftreten muss oder mit dem Pferd. Sie hat auch wie alle anderen Kniefrauen vorher können an der Kasse bleiben. Aber sie ist auch sehr wichtig. Ja. Dann hat sie aber wirklich auch das Gefühl gehabt und wollen und hat sie interessiert. Und dann haben wir immer ein bisschen mehr gemacht, bis sie dann wirklich auch in der Manege gestanden ist. Und ich muss sagen, für das sie eine, die nicht vom Zirkus ist, die nicht von klein auf mit den Tieren und mit dem Zirkus aufgewachsen ist, Chapeau, sie hat sehr, sehr viel erreicht und sie hat einen sehr natürlichen Charme, der dem Publikum sehr gefällt. Der hat nur Hengste. Also, es gibt keine Stutenbissigkeit bei euch in der Manege. Nein. Wieso? Gut. Wir haben, der Hengst ist es. Sein ganzer Ausdruck ist imponieren. Er will der Schönste, er will der Chef sein. Das können wir sehr gut ausnutzen. Aus der natürlichen Bewegung. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, nur Hengste, das ist unnatürlich. Das ist absolut nicht unnatürlich, weil auf die Welt kommen halb Stuten, halb Hengste. Und jede Stutenherde verträgt nur einen Hengst. Also wo bleiben die anderen? Die tun sich absondern, machen die Hengstherde. Und dann funktioniert das gut. Weil ein Junggesellenhaushalt, sozusagen. Eigentlich so. Und ich meine, bei den Tieren ist es natürlich so, die denken ja nur ans Decken, wie wenn sie rössige Stuten sehen. Oder? Und dann fangen die Kämpfe an. Dann wird es schwierig in der Manege, so ein Ballett zu inszenieren. Das ist nicht wie bei uns, einfach 12 Monate im Jahr. Ja. Freddy, bist du... Bist du denn so etwas wie der Oberhengst bei deinen Ross? Bei der Arbeit ja. Da muss ich der längste Hengst Leithengst sein. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ich muss der Leithengst sein, weil einer muss den Tarif durchgeben. Mhm. Und sonst möchten natürlich immer die untereinander ausmachen, wer ist der Leithengst. Und sie wissen, wenn sie frei sind, allein, können sie machen, was sie wollen. Aber wenn ich da bin, ist Arbeit und dann wird es gemacht. Ein Pferd muss auch das Pferd hat eigentlich einen Beruf. Er hat erschafft und hat eine Freizeit. Und auf der Freizeit ist weit, ist ausreiten, ist schwimmen, baden. Und das muss auch gewährleistet sein. Dann schafft er auch wieder besser. Es hat eine legendäre Nummer gegeben, die wirklich weltberühmt wurde. Das ist deine Nummer, wo dir ein Tiger auf ein Nilpferd? Nashorn. Ja. Hat ja, ich bin der Erste, der das gemacht hat. Vorher hat niemand mit einem Nashorn überhaupt geschafft. Und ich konnte auch niemand fragen, wie man das macht. Ich musste alles ein bisschen allein herausfinden. Das ist natürlich auch, mein Herz war immer bei den Pferden. Aber natürlich, mein Vater war der Pferdefredi. Ich war der Junge, der nachgekommen ist. Also ich konnte machen, was ich wollte. Es hat immer gesagt, ja, es ist toll, aber der Vater. Es ist der Junior. Ja, gut. Und das hat mich dann schon ein bisschen motiviert, auch mit anderen Tieren etwas zu machen. Ich habe eigentlich außer Elefanten mit allen geschafft und habe da ganz verschiedene Nummern gemacht, die wirklich niemand gemacht hat. Und das hat mich dann dazu motiviert. Wie schwierig war das, die zwei Tiere? Es war eigentlich weniger schwierig, als Pferd auszubilden. Effektiv? Ja. Ja. Beim Nashorn das Schwierigste war, den Sattel drauf zu machen. Das hat er am Anfang nicht vertraut. Aber im Moment, wo der Sattel drauf war, also es war nicht gerade heute und morgen. Ist ein Nashorn gleich, was oben drauf hockt? Ja, weil das Nashorn ist ja nicht das Beutetier vom Tiger. Mhm. Also, ich habe es natürlich zuerst mit einem Hund probiert, dass er sich daran gewöhnt hat, jemanden drauf hatte. Und dann hatte ich einen kleinen Tiger, der mit 6 Monaten dann von der Mutter weggekommen ist. Dann habe ich den genommen und mit dem trainiert. Es hat mir sehr viel Spass gemacht, aber mein Herz ist immer wieder Pferd. Und hat der Vater auch der das Lob ausgesprochen? Das ist eigentlich das einzige Mal, wo er gesagt hat, wo er mich gelobt hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil mein Vater hat nicht böse gemeint, dass er mich nicht viel gelobt hat. Er hat mich natürlich pushen, fördern und hat gewusst, dass mich immer ein bisschen anspornt, wenn er nicht zu viel sagt, es ist gut. Also, er hat dann schon gesagt, es ist gut, aber noch. Mhm. Tier und Zirkus ist immer wieder eine Diskussion. Ist der Knie vorstellbar ohne Tier?
Ich glaube, ich meine, es ist alles vorstellbar, oder? Aber ich glaube, Tiere gehören zu unserer Familie. Wir sind mit Tieren aufgewachsen, wir haben das Know-how mit den Tieren. Und der Modetrend, der jetzt einfach ist, die Leute sollen nicht mehr mit Tieren aufwachsen. Es geht nicht nur um den Zirkus, es geht um alles, es geht um Zoos und so. Finde ich einfach daneben, weil es gibt schlechte Zirkus, es gibt gute Zirkus, es gibt schlechte Zoos. Man muss einfach einen Unterschied machen, man muss nicht alles in einen Topf finden. Es gibt gute Restaurants, es gibt schlechte Restaurants. Also, es ist einfach wirklich, ich muss sagen, ein Modetrend, der nicht so wahnsinnig lustig ist, weil es auch nur mit Gefühl arbeitet und nicht mit Tatsachen. Aber hier in der Schweiz sind wir eigentlich noch gut. Ich arbeite sehr viel mit dem STS, also dem Schweizer Tierschutz, zusammen. Und ich mache auch. Ihr habt auch immer offene Türen, damit das nicht so ist. Seit es den Zirkus Knie gibt, wird nie hinter verschlossenen Türen trainiert. Das hat es bei uns noch nie gegeben. Also wir haben nichts zu verstecken. Im Gegenteil, ich möchte ja, dass die Leute auch sehen, wie wir das machen. Vielleicht können die Leute auch davon profitieren. Also was wir machen, können wir verantworten und wir stehen dazu. Und das weiss das Schweizer Publikum. Hat man als Zirkus auch eine Zukunft bei diesem zunehmenden Angebot von Konkurrenz? Das Konkurrenzangebot ist natürlich enorm viel grösser geworden. Als ich jung war, sie jetzt in Zürich 6 Leute gegeben, den Zirkus auf der Bellevue-Wiese und 6-Tage-Rennen. Und sonst hat es nichts gegeben. Und jetzt ist 3 Sachen in der Woche das ganze Jahr. Mhm. Also das Angebot, ich rede nicht nur Zirkus, alles, oder? Ist viel grösser geworden, der Kuchen ist kleiner geworden. Aber ich glaube, mit Qualität kommt man durch. Ich glaube nicht, dass man die Leute aus dem Haus rausgekriegt mit Mittelmäßigkeit. Man muss top sein und dann geht's. Und das seid ihr, Freddy. Ich danke. Das sagst du? Ja. Okay. Ich weiss es, ich bin ein paar Mal bei euch zu Gast gewesen. Alles Gute. Danke. Und viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Danke, danke vielmals. Ciao. Zirkus, Zirkus. Mein nächster Gast ist 12 Jahre lang in der ARD-Serie Marienhof einer der wichtigen Schauspieler gewesen. Am Anfang hat man ihn mitgenommen, weil man eigentlich einen Exot gesucht hat. Jemand, der als Behinderter, er hat Glasknochenkrankheit und ist auf einen Rollstuhl angewiesen, so ein bisschen eine Aussenseiterrolle spielt. Was ist? Habe ich irgendwo Zahnpasta im Gesicht? Nein. Und mit der warst du echt mal zusammen? Wow. Wir haben uns einfach nur so getroffen, okay? Einfach nur so. Er war aber immer mehr als ein Schauspieler. Er hatte auch eine Mission. Er hat sich vorgenommen, auch uns zu zeigen, uns allen, dass Behinderte nicht einfach nur etwas ganz anderes sind, sondern dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind und dass man sie vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen anschauen soll, nämlich so kritisch, wie wir uns selber auch anschauen. Und gerade um das ein bisschen zu übersetzen, hat er einen Text vorbereitet, wo er als Pajazzo, sozusagen als der Spiegel vorhat, uns ein bisschen zeigt, um was es ihm geht. Herzlich willkommen, Erwin Aljukocic. Dies hier ist dies des Königs Thron? Die Sänfte des Vermittlers oder das Vehikel der Schwächsten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denn meine Seele brennt. Das Volk, es horcht. Der König lauscht. Doch mein Verstand, er rebelliert. Die Menschen, sie öffnen sich. Sie tun es den Blumen gleich. Schneeglöckchen und Ginster melden sich an.
Doch. Mein Körper. Mein Körper bebt. Der Winter. Der Winter zieht davon. Schon bald sind alle Sinne wach. Es wird Frühling, mein König. Erwin, danke. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Die sind für den König. Ja, danke. Vielen Dank. Ich positioniere mich mal. Dankeschön. Der Bajazzo, in dem Sinne jemand, der anderen den Spiegel vorhält, sehen Sie sich manchmal als ein Bajazzo, als ein Clown, der bestaunt wird und der den anderen zeigt, wohin sie schauen sollen? Ich habe es gerade vorhin mit dem Rudi, mit dem Velofahrer, habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, was ist Ihr Impuls, das zu machen, was Sie machen? Und er konnte es mir auch nicht so richtig beantworten. Und ich glaube, es ist so ein, es ist etwas, was man in sich spürt. Und ich glaube, dass jeder Mensch hat das erlebt, was er erlebt hat, um es bestenfalls nach außen zu transportieren und den Menschen ja, den Horizont zu eröffnen. Sie waren 12 Jahre Schauspieler, ja, in einer Serie, wurden eigentlich gecastet, weil sie behindert sind, also genau, weil genau. sie durch ihre Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sind. Das ist ja so eine Gratwanderung. Bin ich jetzt der Freak in der Show oder bin ich ein ernstzunehmender Schauspieler? Wie sind Sie damit umgegangen? Das war in diesen 12 Jahren immer wieder für mich wirklich ein Kampf. Weil, also man hat mich ja wie gesagt genommen aufgrund meiner Behinderung. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, ich fühle mich autorisiert, dann auch zu sagen, wenn gewisse Geschichten nicht so dargestellt sind, wie ich es eigentlich sehe. Also das heißt, man hat ja ein Element von mir genommen als Schauspieler und hat es dann verwendet. Mhm. Und in dem Moment konnte ich dann mich nicht davon distanzieren und sagen, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Und ich spiele dann nur eine Rolle. Genau, genau. Gut, natürlich war es eine Rolle. Aber dennoch, dieses Element war halt, davon konnte ich mich nicht loslösen. Und da war es dann in diesen 12 Jahren immer wieder ein Kampf, dass die Produzenten, die Redakteure das Thema Behinderung so und so und so gesehen haben, wie ich es aber ganz anders gesehen habe. Also Behinderte beispielsweise haben keine Beziehung. Zum Beispiel, genau. Und da haben Sie was sehr Gutes angesprochen. Und das war ein Thema, wo ich zum Beispiel von Fans, also in Fanbriefen oder auf der Straße, so oft gehört habe, wieso hat der Frederik keine Beziehung? Der Frederik ist genau, der Name dieser Rolle. Genau. Ja. Und das wollte ich ja auch. Und man hat aber seine Beziehung immer wieder scheitern lassen, wo ich mich gefragt habe, was wird denn damit denn erzählt? Ja? Mhm. Also was für ein Vorbild wird dem Menschen vermittelt, indem das eben dann gesagt hat, naja, Menschen mit Behinderung können gar keine Beziehung haben. Und das finde ich halt sehr fatal. Sie sind Bosnier, in Deutschland aufgewachsen, in Ulm. Genau. Im Schwäbischen sozusagen. Ja, ich spreche auch Schwäbisch. Ja. Ja. Und also ich kann auch Schweizerdeutsch, aber ich lasse es besser, ich traue mich nicht. Aber Sie verstehen, ich wechsle nämlich jetzt nach Berndeutsch. Ja, ich verstehe alles. Und der sieht eigentlich in dem Sinn immer eine Aussenseite gewesen, auch mit eurer Krankheit. Wie schwierig ist es gewesen, auch eine Integration herzustellen mit euren Kollegen in der Schule? Also das war eigentlich, egal ob es jetzt in der Schule war oder in der Arbeit, etwas ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind Medien, also die Darstellung von einem Thema in den Medien, ist so wichtig,
weil wir dann auch so erzogen werden. Also wir haben dann ein Vorbild, etwas, was uns vorgelebt wird, wo wir sehen, aha, so geht es. Und egal, ob ich dann in die Schule gekommen bin damals, wo dann meine Mitschüler zuerst mal kein Kontakt hatten und nicht wussten, wie gehe ich denn damit um. Mhm. Und dann in der Arbeit später. Aber zum Beispiel Kollegen, die dann später nachgekommen sind, wo ich schon im Team war, haben dann gesehen, dass meine Kollegen ganz normal damit umgehen. Und dann war das auch für sie, mhm, also dieser Vorführeffekt. Man muss es wie lehren. Genau, genau. Mhm. Ja. Dir hat die Schauspielerei nachher auch gewählt, hat eine Ausbildung gemacht als Modejournalist, aber die tut euch ganz bewusst auch immer wieder in die Schaufenster stellen. Und das ist eine interessante Aktion in der Schweiz, mhm, wo man mit der Pro Infirmis Menschen mit einer Behinderung im Dezember war es, genau, genau, als Modepuppe in die Schaufenster gestellt, genau, hat. Das ist ja eine heikle Gratwanderung. Wir sind alle nicht perfekt und jetzt stellen wir in schicken Läden, wo es darum geht, die Schönheit des Körpers zu zeigen, zeigen wir andere Körper aus und ihr habt euch als Modepuppe nachbilden. Was, ja, habt ihr dabei erlebt? Also für uns war das alle, für mich als Protagonisten, aber auch für Pro Infirmis. Oder zum Beispiel der Modepuppen, also dieser Schaufensterpuppendesigner, der hat es auch zum ersten Mal so gemacht. Weil er hat sich ja ausmessen, genau, genau, oder? Und er wusste zuerst, also der arme Mario wusste gar nicht, wie soll ich denn jetzt diese Skoliose ausmessen bei mir, die, ja, ich habe. Weil er hat halt immer diese 90-60-90 Puppen, mhm, und das war auch für ihn was ganz Besonderes, ganz Neues. Und aber wenn man eben sagt, ausgestellt, dann kann ich auch fragen, naja, fühlt sich eine Claudia Schiffer ausgestellt? Mhm. Ja, das bin ich froh, sagen Sie das. Auch nicht. So, ja, ja, doch, also, aber sie verdient einen Haufen Geld damit. Ja, vielleicht tue ich das ja auch irgendwann als Model. Ja, ich kann ja dann beim, wie ist er, beim Julian? Beim Julian dann, mhm, bei der nächsten Show laufen, genau. Ja, richtig. Also. Wie war denn der Moment, wo dir euer Ebenbild, also die Schaufensterpuppe, zum Kleider zeigen gesehen, mhm, hat? Mhm. Was habt ihr dabei erlebt? Also ich kann eine Anekdote erzählen. Meine Puppe war in Wie, also in diesem Männerbekleidungsgeschäft in der Zürcher Bahnhofstraße. Und mein Hotel war gleich ums Eck. Und ich bin dann spät abends noch mal raus, und, also es war so 24 Uhr, und bin dann raus, um meine Puppe da zu sehen. Und die Bahnhofstraße war halt ganz leer. Und dann war halt diese Puppe beschienen in dem schönen Licht, in diesem Schaufenster. Und das ist halt einfach so ein Bruch mit den Konventionen. Das ist halt etwas, was man als Defizit von der Gesellschaft her betrachtet, dass da aber dieses Defizit aufs Podest gestellt wird und gesagt wird, schau mal, wie schön das ist. Und so haben es die Leute auch wahrgenommen. Und bis zum heutigen Tag ist dieser Film von Alain Gspona, dem Regisseur, der diesen Clip gemacht hat, wo man übrigens auf dem YouTube kann, genau, schauen, genau, hat jetzt in diesen 2 Monaten 13 Millionen Klicks und geht um die Welt. Ja. Was möchtet ihr uns lehren im Umgang mit Menschen, die eine Behinderung haben? Genau das. Und ich will ein ganz großes Kompliment an der Stelle an Pro Infirmis ausrichten, weil oftmals wird, wenn wir über Behinderung sprechen, nur geredet. So, also es wird dann die ganze Zeit diskutiert, aber hier wird wirklich etwas vorgelebt. Und wie ich es eben vorhin gesagt habe, sobald eben jemand dann die Zürcher Bahnhofstraße entlang gegangen ist und dann eben sieht, ach, was ist denn das? Oh, das ist ja schön. Hat es eben dann auch den Effekt für die anderen dann, mhm, passant. Habt ihr auch gelernt, euren eigenen Körper gern zu bekommen? Das ist eine schwierige Frage.
könnte jetzt gar, ja. Ich könnte jetzt gar nicht so sagen, ja. Wenn ihr euch selber anschaut, was empfindet ihr? Mhm. Also es wird immer gedacht, also gerade bei dieser Puppe dann, bei diesen Schaufensterpuppen, dass der Effekt so groß gewesen wäre, weil man sich mit diesen Defiziten zum ersten Mal sieht. Das stimmt aber nicht. Weil ich weiß ja, wie ich ausschaue. Ich sehe mich ja im Spiegel, ich sehe mich auf dem Bildschirm. Aber das war nichts für ungut. Aber niemand hat, auch hier im Saal, hat diese Standardmaße. Und ich glaube, wenn nach jedem von Ihnen, Einzelnen, einfach der Körper genommen werden würde und jetzt macht man diese Puppe. Ich glaube, das wäre für jeden was ganz, ganz Besonderes. Ja? Und das war es auch für uns, unabhängig der Behinderung. Also mit anderen Worten, man muss ein bisschen lernen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und nicht das Absolute zu wollen. Und wenn man das macht, dann kann man auch eben seine eigenen Mängel mir eure, der unsere besser respektieren. Genau. Und wie ich es vorhin in dem Gedicht gesagt habe, ich glaube, dass halt dadurch, durch solche Aktionen, wie es dann am Ende hieß in dem Gedicht, schon bald sind alle Sinne wach. Es wird Frühling. Das heisst mit anderen Worten, Aufmerksamkeit haben und hoffen, dass wir etwas lernen. Dass wir umdenken. Dass wir trägt gerne Mode und jetzt hören wir unsere Sendung auf mit Mode, auch mit nicht perfekten Körpern. Wir haben natürlich unsere Entwürfe von Julian haben wir den Leuten entsprechend auch gegeben. Und jetzt gibt es noch zum Schluss um euch herum ein Modedefilé. Meine Herren, kommt auf die Bühne. Es ist soweit, wir wollen euch sehen. Und jetzt wird er so richtig elegant hochgelaufen. Fashion Show mit der Mode von Julian Ziggerli. Und auch der Julian kommt noch einmal mit dazu. Wie bist du zufrieden mit deinen Models? Sehr gut. Also sehen wir wieder mal, es funktioniert wirklich eigentlich. Es sieht total schick aus. Aber die Dame soll doch auch noch mit dazukommen. Und da hat es einen weiteren Herr. Herzlich willkommen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Das Leben soll ein Zirkus sein, soll Spass machen, meine Damen und Herren. Und ich finde es wunderbar, dass wir heute zusammenkommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Danke, Erwin. Zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.